Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Energy Drink Review. Heute habe ich für euch den Booster Energy Coffee. Der ist dieses Jahr neu rausgekommen. Das Logo in Blau, so ein Dunkelblau. Hier das Ganze dann in Braun gehalten. Wir haben hier ein Pfandlogo drauf, Facebook-Logo, 330 ml Inhalt. Hier die Nährwertangaben. Ein Koffeingehalt von 31 mg pro 100 ml. Ja, das Tab ist dunkelblau. Und ja, jetzt probieren wir das Ganze mal. Bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Farbe schwarz, ganz dunkelbraun oder auch schwarz halt. Sieht so aus wie Cola. Ungewöhnlich. Riechen wir mal dran. Zuerst kommt ein so ein leicht säuerlicher Geruch entgegen. Und es riecht leicht nach Kaffee. Da bin ich mal gespannt, wonach das schmeckt. Also, da ist Kohlensäure drin. Mein erster Coffee Energy Drink, wo wirklich Kohlensäure drin ist. Also im Vordergrund ist auf jeden Fall der Kaffeegeschmack. Schmeckt wässrig. Gar nicht einfach zu beschreiben. Schmeckt auch ein bisschen nach Karamell. Einerseits ist es ein süßer Geschmack, nach Karamell halt. Und andererseits halt auch eine gewisse Säure drin. Probier nochmal. Im Nachgeschmack schmeckt es nach einem klassischen Energy Drink, wie zum Beispiel Red Bull. Also der Kaffeegeschmack ist zwar im Vordergrund, aber es ist kein starker Kaffeegeschmack und es kommt auch nicht wirklich wie ein Kaffee Energy Drink rüber, da es halt auch ziemlich nach normalen Energy Drink wie Red Bull schmeckt. Nur am Anfang merkt man das, den Kaffeegeschmack. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es schlecht schmeckt. Ich würde mir, denke ich mal, nochmal kaufen, aber es gibt natürlich viel bessere Kaffee-Energy-Drinks. Und ja, das war's vom Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.